Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Hermann. Heute mit einem neuen Maskenvideo von mir für euch. Und zwar heute soll es darum gehen, ich hole sie mal hier rüber, um die F&P Vitera. Ich denke mal, ihr lest das jetzt verkehrt rum, weil spiegelverkehrt ist. Das ist die wunderschöne Maske, die habe ich vor 2 Tagen bekommen und habe sie auch schon ausgepackt, sieht man hier oben. Ja, ich wollte es euch trotzdem noch mal zeigen, schon aufgeschnitten. Dann kann man hier aufziehen. Wir fangen gleich an mit dem Auspackvideo. Ja, denke ich mir. Hier haben wir die Maske auf eine schöne Pappschablone drauf gemacht mit einem ja, normalen Gesicht. Ist leider nicht mein Gesicht, aber gut, ist halt so. Ja, so, das ist die Maske. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier wieder eine Bedienungsanleitung drin. Ja. Wie ich schon immer sagte, wer die braucht, kann die gerne lesen. Ist eine ganz schön dicke Schwarte, muss ich sagen. Hier, guck mal. Schon ganz schön, sind mehrere Sprachen drin. Deutsch, Englisch, Französisch und. Hier auch so ein bisschen der Aufbau der Maske und auch mit Erklärungen zu der passenden Sprache. So, die lege ich mal beiseite. Ansonsten ist hier nichts weiter drin. Die Tüte ist natürlich wieder eine Plastiktüte, wie eigentlich jetzt mittlerweile bei jedem Hersteller. Finde ich schade, man hätte das auch mal vielleicht in einer anderen Tüte oder in einem Pappkarton oder sowas machen können. Ja, hier steht dann auch wieder drauf, Made in Mexico. Ne? Ja, es war nicht aus Mexiko, macht aber nichts. So, hier haben wir die Maske, ganz schön aufgefädelt, einfach schön auf diese Pappe drauf gemacht. Hier hat man so eine Dinger dran gemacht, kann man sie abziehen. Ich mache das einfach mal, damit ihr das seht, weil ich habe damit ja natürlich auch schon geschlafen, aber ich wollte euch auch ein Auspackvideo gönnen und dass ihr das seht. So, hier ist dann das wunderschöne Gesicht schon mit der Maske. Ja, nee, meins ist es nicht. So, hier haben wir die wunderschöne Maske. Ich versuche die mal so in die Kamera zu halten. Ja, da haben wir schon das Corpus Delicti, das sage ich später was zu. Hier haben wir wunderschön diese Maske. Ich drehe sie mal schön mit dem Kopfband. Eigentlich so eine sehr gelungene Maske, auch nicht zu schwer. Sie ist eigentlich relativ leicht gegenüber anderen Masken. Auch vergleichbar, denke ich mal, mit der, ich habe es jetzt nicht gewogen, aber mit dem Gewicht der F20 von Resmed. Ja, dann sage ich mal einmal kurz was zu diesem Kopfband, wie ich das bei Resmed auch mal mache. Hier ein wunderschönes Kopfband, sehr stark und fest gearbeitet. Das hier, denke ich mir, ist so als Luftpolster gedacht, dass man hinten am Kopf, wenn es da drauf liegt, dass man auch ein bisschen Luft da bekommt, finde ich sehr gut gemacht. Ja, hier muss ich schon mal meckern, die Vernähungen sind hier nicht so schön, gehen da auch schon wieder ein bisschen auf. Naja, wir hoffen mal, dass das trotzdem hält. So, ja, kommen wir mal zum Auseinanderbauen der Maske. Einfach hier diese Clips wieder. Das sind Clips. Vielleicht gut für Leute mit Herzschrittmacher, keine Magneten dran. Ja, hier auch einfach. Also ich mache das immer so. Hier, wenn die eingerastet ist, ich versuche es mal zu zeigen. Ich drehe die dann hier unten ist so ein kleiner Schlitz in den Schlitz rein und heb die dann aus. Das ist eine feine Sache. Und was mir sehr gut gefällt für eine Maske mit einem zusätzlichen Stirnstütze, ist dieses hier. Das kann man einfach hier rausschieben. Ja. Und da hat man die Einstellung der Maske, wenn man die wäscht, alles schon wieder parat. Also es ist alles schon wieder so, wie es sein soll. Man schiebt das einfach dann da rein. Ich zeige euch es nachher gleich. Und dann ist das fertig. Gut, hier die üblichen Klettverschlüsse brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Ja, auch hier oben haben wir so wunderschön diese 2 Klettverschlüsse, die da dran sind. Hier unten genauso. Hier hat man noch eine schöne Lasche dran gemacht, wo man dann hier noch aufziehen kann. Ja, finde ich auch sehr gut. Ist eine gute Sache an der Maske. Ja, an dem Kopfband, wie gesagt. So, das zum Kopfband. Dann kommen wir mal direkt zu der Maske und dem Maskenkörper. Im Prinzip ist die auch wieder einfach auseinanderzubauen. Einfach hier anfassen, auseinanderziehen. Man hat dann das Kissen hier drin. Ich lege mal die Dings weg. Und hier hat man das Kissen. Was ich sehr schön finde, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist das hier.
Dieses Polster oder Rollflex, wie das F&P nennt, ja, ist sehr gut gelungen. Ich habe damit auch schon eine Nacht geschlafen. Muss ganz ehrlich sagen, sehr weich, anschmiegsam alles. Oben an der Nase keine Augen, wo es reinpustet oder sonst was. Also es ist auch hier sehr weich gearbeitet, ja, wirklich sehr schön gemacht. Nur das geht natürlich hier unten nicht. Hier hat man auch hier, es ist etwas weicher in der Mitte, also hier, wo der Skin sitzt, auch etwas weicher. Hier dann wieder ein bisschen fester, ein sehr gutes Silikonkissen. Ja. Sieht relativ groß aus. Ja. Ja, aber ist wirklich nicht schwer oder so. Also es ist wirklich relativ leicht. So, dann kommen wir zum Maskenrahmen. Der Maskenrahmen ist auch sehr stabil gemacht. Wirklich für die Ewigkeit, sage ich immer. Ja. Ist das Ding gemacht, sieht auch sehr gut aus. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich F&P schon mal angemahnt habe, ist das hier. Seht ihr das? Diese Kniestücke, ja, seht ihr, so, jetzt seht ihr das. Diese Kniestücke, die klemmen einfach beim Bewegen. Ja, das seht ihr jetzt schon hier, wenn ich das nur so leicht anhebe, es fällt nicht runter. Ja, es ist wirklich, es klemmt. Und, eben habt ihr das gehört, es quietscht auch. Aber gut, das hatte ich bei der Eson 2 auch damals gehabt. Habe ich mit F&P telefoniert. War sogar jemand da, der Deutsch sprechen konnte. Und er meinte zu mir, sollte man Vaseline dran machen und dann ist das weg. So, seht ihr hier, es hängt einfach. Ne? Es bleibt hängen, es ist verklemmt sich. Das ist das einzigste Nachteil, was ich bis jetzt schon festgestellt habe bei der einen Nacht. Ja, dann hat man hier einfach die Schlauchhülse, ja, wie bei anderen Masken auch. Schlauch rein, zack. Da kann man das hier wieder draufstecken. Hörbar einrasten, fertig. Aber wie gesagt, noch hier, Plastik, klappert natürlich, ist klar. Merkt man beim Schlafen, denke ich mal, nicht ganz so doll. Das Zusammenbauen ganz einfach wieder. Man nimmt das Maskenkissen, man hat in dem Maskenkissen, ich zeige das mal hier, hat man, ja, ich hoffe, man sieht es, da sieht man es, glaube ich. Man hat da wieder ein Dreieck rein gemacht. Ja, so eine Art Nute, so ein bisschen dreieckförmig ausgearbeitet. Ich versuche es nochmal umzudrehen, vielleicht sieht man es da besser. Natürlich nicht, aber ich hoffe, ihr habt es gesehen. Da sieht man es, da, jetzt sieht man es, glaube ich, wunderbar. Ja, da ist dieses Dreieck drin und das hat man hier übernommen in den Maskenrahmen. Moment, da ist es. Also kann man die Maske auch nicht falsch rum zusammenbauen. Also es ist wirklich, man kann sagen, so kommt sie rein, dann ist es drin und man kann sie nicht so rum zusammenbauen. Gut, das wird wahrscheinlich sowieso keiner machen, aber man hat da die Richtung vorgegeben. Ja. So, und dann kann man das hier wunderschön wieder reinschieben. Das schiebt man rein. Ich drücke das hier mit den Fingern zusammen rein, weil ich habe festgestellt, wenn man es nur draufsteckt, dann kommt es nicht ganz bis nach vorne und die Löcher von den Ausatmenöffnungen vom Spülfloh hier, ja, die sind dann irgendwo schief und krumm. Aber wenn man es richtig drinne hat, rutscht auch, ich sag mal, Nut und Feder zusammen und man hat dann diese Sache wieder positioniert, wo es hingehört. Ja, hier kann ich euch das jetzt schön zeigen mit dem Kopfband. Moment, ich muss das mal entwirren hier. Einfach beiseite gelegt, ne? Und schon hat man alles durcheinander und dadurch zieht man natürlich auch die Videos in die Länge. So, hier haben wir das Kopfband wieder, hier haben wir diese Öffnung, hier sieht man das auch wunderschön. Moment, da, ja, hier hat man so einen Schlitz reingemacht mit einer kleinen Führungsnute. Das hat man hier drin auch. Hier hat man da oben, seht ihr, weiß nicht, ob man das sieht, ein bisschen wegnehmen. So, da ist auch so eine Feder drin und da schiebt man das einfach hier. Zack, da unten ist hier auch so eine Öffnung, da kann man das wunderschön reinschieben. Zack, und es ist drin. Und es hält. Und man hat seine Einstellung sofort wieder. Dann einfach hier nur wieder ganz normal den Clip einhängen. Hörbar einrasten. Hier auch. Zack, so. Was man hier noch wunderschön gemacht hat, man hat hier vorne. Ja, das muss ich mal wieder rausmachen. Man hat hier vorne noch ein zusätzlich etwas höher gemacht,
Da kann man, wenn man das hier einrastet und will das aufmachen, das da drüber rausschieben. Also man sollte das so rausdrehen und dann funktioniert das auch wunderbar. Ja? Also das dazu. Was natürlich ist, sie klappert ein bisschen, hatte ich schon gesagt. Ja, und das halt hier, dass man das dann so, seht ihr, da hängt es. Ne? Und dann muss man hier auch schon ganz schön draufdrücken. Und das kann dazu passieren, dass der Schlauch ja, dann die Maske doch etwas verzieht. Wie gesagt, ich habe eine Nacht damit geschlafen, fand das eigentlich relativ gut. Sie ist auch nicht allzu laut, außer wenn man hier natürlich dann hier oben die Zudecke hat, dann pfeift das so ein bisschen, haben andere Masken auch. Ja. So, jetzt setze ich die mal auf, damit ihr das auch seht, wie die im Gesicht sitzt. Das mache ich jetzt. Ich habe mir ja das immer angewöhnt, hier reinzugreifen, hier oben. Ne? Zack, dann die Maske auf die Nase schieben. Wunderschön, das Kopfband oben drüber. Dann hier einhängen. Ja, drin. Ja. Hier ist sie auch drin. Zack, so, da rein, klack, und schon ist sie drin. Und ich muss sagen, hier kann ich überall reinfassen. Ja. Man hat wirklich sehr viel Luft da drin und die Maske ist schon fast dicht. Auch hier oben kann ich reinfassen, seht ihr? Und hier oben ist halt auch wie bei mir jetzt hier, sieht man das vielleicht, ich versuche es mal so zu machen. Die Stirnstütze liegt nicht an der Stirn an, weil wir hier dieses Polster drin haben. Ja? Absetzen, einfach rausdrehen, zack, na, so rum oder so rum, zack, rausdrehen und die Maske nach vorne hin wegnehmen. Und schon hat man die Maske wieder abgenommen. Ja? Brille wieder auf, dass ich euch sehe. Also wie gesagt, ich finde das gar nicht so schlecht. Diese Maske, man muss gucken, weil ich suche eine Maske für mich selber, die die F20 ablöst bei mir, weil die F20 benutze ich nur manchmal, weil ich, wenn ich Schnupfen habe, dann ist die F30 oder die F30i, wenn die da drunter hängt, manchmal nicht so schön. Ja, und deshalb nehme ich dann immer eine Maske, wo meine Nase hier drinne in der Maske drinne liegt. Ja, halt, meint, ich zeige es jetzt nochmal, da drinne liegt, weil das dann, man hat mehr Freiraum, also man hat nichts unter der Nase kleben, was ja selten vorkommt. Und da suche ich jetzt, weil meine F20 mittlerweile in die Jahre gekommen ist, suche ich eine Alternativmaske. Wenn das hier nicht funktioniert, dann gibt es natürlich eine neue F20, logisch. Weil, wie ihr wisst, ich bin ja absoluter ResMed-Fan. Aber ich fand das Ding hier so gar nicht so schlecht, diese F&P, vom Aufbau her. Was mir, wie gesagt, auch sehr gut gefällt, ist, dass das Kopfband doch sehr stabil ist. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und das Maskenkissen, wie gesagt, das habe ich noch nirgendwo so gesehen. Vielleicht beim Vorgänger. Es gibt ja auch noch den Vorgänger davon, die Sim Plus, glaube ich, heißt die. Vielleicht hat die auch so ein Kissen, kann ich euch nicht sagen, habe ich noch nicht in der Hand gehabt und auch noch nicht gesehen. Aber das hier, dieses Federkissen oder Rollflexkissen oder wie das F&P nennt, das finde ich einfach Bombe. Das ist wirklich klasse. Und die Nase schmiegt sich an. Viele haben ja dann hier oben eine offene Nase. Ich denke mal, das passiert ja mit nicht, weil diese auch sehr weich, ich kann das, sehr weich gearbeitet ist. Also das ist wirklich sehr weich. Das ist wie eine Feder, die dann leicht gegen euren Nasenrücken drückt. Ja, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein zu dieser Maskenvorstellung von mir für euch. Von der Fischer und Paykel Vitera heißt die unter anderem. Oh, das habe ich am Anfang, glaube ich, vergessen. Vitera. Ja, die F&P Vollface-Maske Vitera von Fischer und Paykel. Ja, also, wie gesagt, ich finde die Maske wirklich relativ gut. Ich sehe schon wieder, oh, das ist schon wieder so lang geworden. Das Video wollte ich eigentlich gar nicht. Ich sage einfach, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Lasst mir ein Abo da, drückt die Glocke und ihr werdet benachrichtigt, wenn der Hermann ein neues Video drin hat. Bis dann, tschüss.